Yo, servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary bei mir. Jo, im Hintergrund seht ihr MW3 und erstmal diesen Turn-On am Anfang. Holy shit, sage ich nur dazu. Da habe ich mich richtig gefreut und richtig gefeiert, ja. Ausnahmsweise mal MW3. MW3 ist zurzeit bei mir so angesagt, ja. Ist meistens so, dass wenn irgendein COD keinen Spaß mehr macht, spiele ich irgendeins, was ich nie gespielt habe. MW3 habe ich noch nicht so lange gespielt, habe auch nur 175 Mobs oder so, also ist jetzt echt nicht so viel. Einige werden sagen, oh, das ist schon viel und bla bla bla, aber nee, ich meine, ich habe 15 Tage Spielzeit und da sind 175 Mobs eigentlich nicht so gut. Und ja, so gut bin ich auch nicht im Spiel, aber egal, darum geht's ja nicht. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall eine Double Moab mit Triple Moab Fail quasi. Ich weiß gar nicht, ob ich Solo gespielt habe oder wer alles dabei war. Ah, ne, ich sehe gerade schon oben rechts TKKZ oder TKZZ Pave. War das nicht sogar am Livestream? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nur kurz zu der Sache, warum er mit Ballistikwesten spielt. Wie gesagt, ich mag das ja eigentlich nicht hier so mit Ballistikwesten, den ganzen Scheiß. Er hat einfach davor schon auf davor hat er auf Specialist gespielt und hat er gesagt, hier Destiny, ich hab da jetzt keinen Bock. Wenn du willst, support ich dich mal. Ich hab gesagt, musst du nicht machen. Sagt er, nee, ist kein Ding, das mach ich gerne. Und ja, ich meine, was soll ich machen? Soll ich sagen, nee, du supportest mich nicht. Wenn du mich jetzt weiterhin supportest, schmeiß ich dich aus der Lobby. Könnte ich ja nicht machen. Ja, egal. Auf jeden Fall spiele ich mit der UMP am Anfang. Schalldämpfe, erweiterte. Ja, die Perks, keine Ahnung, ist eigentlich so das Übliche. Also Plünderer, schnell ziehen, Steady Aim, Semtex und Portable Radar. Ja, und ihr werdet euch fragen, warum ich hier die Semtex nicht schmeiß. Liegt daran, dass mein Controller, mit dem ich da gespielt habe, das war der einzigste halbwegs noch funktionierende Controller. Da ging halt RB nicht und ja, alle anderen gingen ja gar nicht die Controller. Und ja, deswegen, das war die einzigste Möglichkeit, wie ich hier trotzdem noch zocken kann. Ja, jetzt habe ich mittlerweile schon wieder einen neuen Controller. Und ja, also wie gesagt, am Anfang hier, ich weiß gar nicht, was ich für eine Serie habe. Vielleicht schreibe ich es sogar nochmal rein. Oder ihr könnt es auch reinschreiben, ist mir egal. Könnt ihr euch aussuchen, also wenn es nicht irgendwo steht, könnt ihr das ja schreiben. Also, ich bin mir echt nicht mehr sicher, aber ich glaube irgendwie 16er, 17er Streak war, glaube ich, am Start. Dann bin ich gestorben und danach erst mache ich die Double Moab. Und ja, ich glaube, ich habe mich sogar dann direkt nach der ersten Moab getötet. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es eine Double Moab und fertig. Und ich will jetzt das Gameplay auch nicht zu sehr hypen. Ist halt ein bisschen blöd, dass mich jemand supportet hat, aber ja gut, da sieht man eigentlich, wie einfach es ist. Ich meine, ich habe mit einem kaputten Controller gespielt und trotzdem eine Double Moab gemacht, also ja, egal. So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen in dem Video. Und zwar hatte ich ja angekündigt, ich zeige ein Real-Life-Bild von mir. Und zwar werde ich genau jetzt das Bild einblenden, genau jetzt. Ich glaube, das Bild ist jetzt so eine Woche alt, da stehe ich vorm Spiegel. Hab ein T-Shirt von DC an. Und ja, also ihr müsstet das jetzt gleich sehen. Und hier ist schon die erste Moab. Ach, ich hab die direkt rausgehauen. Oder war es doch gar kein Triple Moab-Fail? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen so verpeilt bin, aber ich weiß noch, dass ich die Tage ein Triple Moab-Fail hatte. Also ach, ist ja auch egal. Ich werde es dann in den Titel schreiben. Und sorry, falls es dann doch nicht stimmt, dass ich jetzt gesagt habe, dass ein Triple Moab-Fail ist. Ja, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ein kleines Real-Life-Bild von mir. Ich wollte erst ein Real-Life-Video machen. Aber ich muss ehrlich sagen, am Freitag, ich war dann kaputt nach der Arbeit, hatte dann ehrlich gesagt keine Motivation. Jetzt am Samstag schön gechillt. Und ja, Sonntag lade ich ja schon das Video hoch. Also vielleicht kommt demnächst sogar mal ein Real-Life-Video. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ich aussehe. Mal gucken, vielleicht werde ich jetzt gleich sogar hier mehrere Bilder mal einblenden. Was mich sehr interessieren würde, ja, die Leute, die jetzt das Bild hier von mir gesehen haben, es kann ja sein, dass mich wirklich manche Leute kennen. Können ja sein, dass die bei mir in der Nähe wohnen, mich sogar, ja okay, im Real Life nicht unbedingt kennen, aber mich so vom Sehen her kennen und jetzt mich hier auf YouTube vielleicht abonniert haben und jetzt ein Bild von mir sehen. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, falls ihr mich irgendwo schon mal gesehen habt, jetzt wisst ihr ja, wie ich aussehe, oder falls ihr mich irgendwo herkennt. Und Facebook oder so zählt nicht. Also, falls ihr mich wirklich mal im Real Life gesehen habt, vielleicht, keine Ahnung, war ja jemand mal hier einer meiner Abonnenten auf meiner alten Schule. Und also, ich war mal auf der Lindenau-Schule in Großauheim, so heißt die Schule, ja, und der Ort. Vielleicht kann es ja sein, wirklich, dass es so ein Zufall ist, dass mich da jemand abonniert hat. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, und ich wollte euch mal fragen, was ihr so davon haltet. Ich hatte eigentlich angekündigt, dass mehr MW2 kommen wird. Ich habe noch einige Gameplays, aber jetzt nicht so der Brille, eigentlich nur so 2 Minuten Jux.
Ach, keine Ahnung, halt jetzt nichts so krass Besonderes. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nicht mehr so die Motivation, MW2 zu spielen. Ich meine, ich spiele es jetzt schon seit 2 Jahren. Nachdem MW3 kacke war, habe ich MW2 gespielt. Nachdem Black Ops 2 kacke war, habe ich jetzt das die ganze Zeit gespielt. Und halt das erste Jahr, als MW2 natürlich rauskam. Deswegen, ich habe da echt keine Motivation mehr, das Spiel zu spielen. Es ist teilweise echt schon ausgelutscht. Auch wenn mich jetzt hier einige als MW2-Spieler kennen. Vielleicht kommt in Zukunft mal irgendwann wieder was, wenn ich mal Lust habe. Aber jetzt so im Moment, ich weiß nicht, jetzt bin ich so auf der MW3-Schiene. Das bockt doch eigentlich schon. Das Einzige, was mich halt abfuckt, ist wirklich die Lag-Compensation. Die Todesserien fuckt mich echt weniger ab als die Lag-Compensation. Es gibt sogar auch einen Trick, wie du die Lag-Compensation entfernen kannst. Aber erstens, ich weiß nicht, ob ich den Trick benutzen soll. Das ist schon ein bisschen unfair. Ich meine, jeder andere macht's auch. So wie JNasty, Insomulus, glaube ich, hat's auch gemacht. Die haben die Lag-Compensation entfernt. Geht irgendwie am Router. Sieht man auch in denen ihren Gameplays, wie flüssig die laufen. Bei mir müsst ihr einfach mal drauf achten, wenn ich ab und zu renne, werde ich auf einmal langsamer oder höre auf zu rennen. Das liegt wirklich an der Lag-Compensation. Und ja, deswegen, aber ich weiß echt nicht, ob ich die Lag-Compensation entfernen soll. Weil es auch ein bisschen unfair, aber ich weiß auch nicht. Auf der anderen Seite ist es auch unfair, wenn ich sie nicht entferne, weil ich einen Nachteil habe gegenüber denen, die sie halt rausgemacht haben. Ja. Und ihr könnt auf jeden Fall mal in die MW3 schreiben. Genau, alles klar, Alter. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich vielleicht demnächst ein bisschen MW3 bringe. Wie gesagt, bin jetzt da zurzeit ein bisschen auf der Schiene. Und ja, zu meinem neuen Controller habe ich mir noch Halo 4 dazu bestellt. Das war so ein Pack. Da war Halo 4 dabei. Ich habe jetzt heute am Samstag habe ich direkt mal Halo gespielt. Hatte in meiner ersten Runde. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Halo aus. Ich wusste auch am Anfang nicht mal, wie das zu steuern geht. Keine Ahnung. Ich hatte in meiner ersten Runde, hatte ich glaube, ein 4-Mann-Headshot-Feed oder so. Und dann die zweite Runde drauf hatte ich glaube, 6- oder 7-Mann-Headshot-Feed. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel es waren. Was ihr davon haltet, wenn ich vielleicht mal ganze Halo-Gameplays bringe. Oder halt nur so krasse Szenen. Ob euch das gefallen würde oder ob ihr daran interessiert seid. Ich weiß, Halo-Community ist jetzt nicht so groß. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich habe mir jetzt für heute kein Thema ausgedacht. Ich wüsste auch echt nicht, über was ich reden soll. Auf jeden Fall hier schon die zweite Moab. Ich wüsste echt nicht, über was ich reden soll. Und ja, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich jetzt sagen, beende ich mal das Commentary. Das Gameplay läuft ja jetzt noch, glaube ich, fast 4 Minuten weiter. Ich werde das Ganze noch mit einem chilligen Kid Ink-Lied hinterlegen. Und ja, keine Ahnung, nächstes Video wird wahrscheinlich Road to Commander oder so sein. Kommt irgendwann die Woche, wie gesagt, ich muss schauen, wie ich da zum Hochladen komme und zum Rendern, wie auch immer. Also ich bin weg, dann haut rein, bis demnächst, Jungs, und danke fürs Zuschauen. Servus. Yeah. Yeah. Just a week ago, we were so equal. Where we get divided, my time is finito. Wish that I could repo your love and sew up your heart. I see you hurting from the pain, I should've known from the start. But now I'm speeding, dreaming, pedal to the metal. I got my reasons, but all they worth really losing you forever, no. I'm down, girl, knee deep. In between the lines, tell me, can you read these issues on top of issues? Literally them in the rear view, baby, it's official. I need you on my side, by my side, like a pistol. So baby girl, don't leave me, bring that back, replay.
Why you let me go? Really needed me there. Shoulda let me know. Coulda let it show. No reason to be insecure. Swear I got everything you need, but you tell me you still need more. So now I'm swerving, far away from perfect. Can you pay attention and tell me if it's worth it, worth this? I got my foot to the gas, tryna make it fast. We gotta make it last, Baby, I don't know how we ended up, never thought we'd end up this way. Katie can't sleep, I'm probably gonna tell me there would come a day that you don't love me, you don't care. I'll be turning over, you won't be there. Gone, can't believe she gone. It didn't seem that long, but now we all alone. Must've made a wrong turn somewhere. Tell you what it is, but you heard something else. He say, she say, see, may. I'm speaking.